Die Vermutung ist wahrscheinlich aber richtig, dass es noch weniger Festivalbesucher gehabt hat, wenn das Jazzfestival tatsächlich zwängend durchgeführt worden wäre. Zu den Eintrittspreisen wären dann ja noch die Reise und die Übernachtungen gekommen. Und für so viel auszulegen, ist das Publikum für diese Art von Jazz nicht snobistisch genug. Der Peter Giger, der künstlerische Leiter von diesem Festival, ist selber mit seiner internationalen Family of Percussion auftreten. Im zweiten Teil sind dann noch zwei Gäste zur Family gestossen, hier jetzt der Albert Mangelsdorf, Posaune und Wolfgang Dauner, Klavier, zusammen mit den Perkussionisten Peter Giger, Tom Nicholas, Trilok Gurtu und Michael Küttner.
Michael Küttner. Raving Raven von Albert Mangelsdorf. Thank you.